Unter dem Motto Solidarität mit Daniela Klette haben gestern rund 35 Personen vor der Justizvollzugsanstalt Vechta demonstriert. Parallel dazu versammelten sich etwa 135 Gegendemonstranten, die den Opfern terroristischer Gewalt gedachten. Beide Zusammenkünfte verliefen laut Polizei friedlich. Seit ihrer Festnahme sitzt Daniela Klette in der JVA Vechta. Als RAF-Mitglied werden ihr versuchter Mord, Sprengstoffanschläge und Raubüberfälle vorgeworfen.